Die Sugar Mama. Die Sugar Mama verdient richtig Patte und sie ist sehr großzügig. Besonders wenn es um gut aussehende junge Männer geht, die Luxus lieben und stets pleite sind. Sie hat immer einen jüngeren und gut aussehenden Lover, der allerdings dauerpleite ist. Und das Krasse ist, natürlich fährt sie auch einen fetten Mercedes. Was für ein geiler Tag, Mann. Alter, wer ist denn das, Mann? Scheiße, ich muss da hin. Tut mir leid für die Störung. Du stehst ja gerade hier alleine. Hast du vielleicht Bock, etwas trinken zu gehen? Sorry, ich habe kein Interesse. Verdammt! Bevor du was sagst, ich weiß, du hast mir einen Korb gegeben, aber man muss um die Frau kämpfen, die man haben will. Gib mir nur diese eine Chance, nur eine halbe Stunde. Lass uns bitte was trinken, komm schon. Es tut mir leid, ich habe wirklich kein Interesse. Finde ich Wahnsinn. Hey, Baby, was geht? Alles ach, gut, was? Nichts ist gut, Mann. Warum, was passiert? Ich habe heute zweimal einen Korb bekommen von der gleichen Frau. Niemals. Sie ist übertrieben hübsch gewesen, aber nein. Was denn? Nee, mach dir nichts draus. Aber dafür habe ich übertrieben Jackpot. Wie? Ich habe eine richtig reiche, geile Freundin bekommen. Ach, als ob du lebst. Ich schwör's dir. Ja, ich schwör's dir, Baby. Ja, ja, ja. Sie hat übertrieben. Sie ruft an. Ja, Schatz. Du bist vor Rolex? Ja, okay, ich komme. Hast du Geld? Ja, Mann, perfekt, ich komme. Ah. Kann nicht wahr sein. Warte. Okay, da ist sie wieder. Warte. Stopp. Warte mal, ganz kurz. Ich krieg die ganze Zeit den Korb von dir. Wieso? Ich bin ehrlich, ich stehe nicht auf Männer mit einem Bart. Du siehst aus wie ein abgelaufener Rentner. Ey Schatz, danke, dass wir heute wieder einkaufen gehen. Du machst einfach alles für mich. Danke ehrlich dafür. Oh, gerne, Schatz. Nicht immer. Aber nur, wenn du dich weiter interessierst. Ich brauch mich doch nicht mal zu rasieren. Ich bekomme keinen Bart. Ah, ich liebe dich. Scheiße. Till hat doch nicht gelogen. Wozu habe ich einen Bart? Ey Schatz, ganz ehrlich, guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie so ein Straßenjunge. Ich brauche neue Klamotten. Ich habe zuletzt vor 10 Jahren eingekauft. So Schatz, weißt du was? Wir gehen jetzt zu Gucci und du kannst dir was aussuchen. Wirklich? Ja. Was? Warum? Ja, auch wir ganz kurz. Hier, guck mal. Nimm was oder was? Nimm alles. Nimm auf. Das ist ja aber egal, sie hat genug Geld. Sie bezahlt ihm seine Klamotten, seine Rechnungen und auch alles andere, was er braucht. Ey Schatz, dieser Anzug sieht übergeil aus. Dankeschön, Baby. Ui, komm, wir gehen. Ey Schatz, danke für den Anzug. Der sieht richtig schön aus. Dankeschön, aber ich will Rapper werden. Ich habe auch Kontakt zu Kapi und so. Die werden mir bestimmt dabei helfen, aber die Rolex fehlt. Schatz, kein Problem. Du weißt doch, ich bin Russin. Ich habe Kontakte bei Rolex. So, wir gehen dahin, du kannst dir was aussuchen. Was? Ehrlich? Ja, klar. Oh, du komm, bist die gehen, Beste. Du suchst dir was aus. Oh mein Gott, Schatz, danke dir. Barry hat auch so eine ähnliche Rolex, aber egal, ey, die sieht zu geil aus. Danke dir, jetzt kann ich Rapper werden. Das ist meine Rolex. Was? Jetzt kann ich Rapper werden, danke schön. Ey, Schatz, ich liebe dich einfach, danke für alles. Ah, guck mal, Barry, hey, was geht? Barry, alles klar? Guck mal, meine Freundin, sie hat mir Rolex Gucci Anzug und so gekauft. Hier ist reich. Ciao. Komm, Schatz. Okay, jetzt auf einmal gibt's Sugar Mamas, die jüngere Typen durchfüttern. Warte ab, ich werde den Golddigger. Ich werde den Golddigger. Hey Leute, ich hoffe, das neue Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mit Barry weitere Videos drehen soll oder Kontakt abbrechen soll. Und danke noch an Oksana, dass sie dabei war. Hat wirklich sehr Spaß gemacht. Instagram findet ihr hier. Und ja, Mann. Willst du noch was sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch ein Video mit Tala gedreht. Genau. Der Video-Link ganz unten in der Beschreibung. Das Video heißt Golddigger. Sie ist auch dabei. Tala ist dabei. Viel Spaß und ciao, passt auf euch auf.